Der Fröbelkran. Ein fast vergessenes Medium des großen Pädagogen Friedrich Fröbel. Hier an der Liebigschule in Gießen wird der Fröbelkran seit Jahren mit Erfolg im Unterricht eingesetzt. Doch worum geht es dabei eigentlich? Dieser Film zeigt die Spielweise, den pädagogischen Hintergrund und vor allem die Herstellung des Fröbelkrans. Hinter mir sieht man meine Klasse in Aktion mit dem Fröbelkran. Der Fröbelkran ist ein Kran, der nicht von einem einzigen Kranführer geführt wird, sondern von unter Umständen einer ganzen Klasse. Das sind 30 Schülerinnen und Schüler. Den Fröbelkran habe ich kennengelernt, als ich die Klasse in der 5. Klasse übernommen habe und wir einen Teamfindungstag eingerichtet haben oder absolviert haben. Da sah das noch etwas anders aus als jetzt. Jetzt kennen sich die Schülerinnen und Schüler, sind befreundet und haben gelernt, miteinander zu arbeiten. Und dazu wird der Kran eingesetzt. Es geht darum, gemeinsam zu versuchen, mit diesem Kran durchziehen an Schnüren 5 Klötze aufeinander zu stapeln, auf einen Turm zu setzen. Und das ist immens schwierig, weil es eine sehr wackelige Angelegenheit ist. Schüler müssen zuhören können, Schüler müssen sich zuhören können, sie müssen kommunizieren können. Man beobachtet Schüler, die sich extrem zurückhalten, man beobachtet Schüler, die anfangen zu schreien, die in Hektik geraten. Andere sind so motiviert, dass sie die anderen mitreißen und weiter motivieren können, weiterzumachen. Und es gelingt tatsächlich, in seltenen Fällen zwar, aber durchaus, dass 5 Klötze aufeinander gestapelt werden. Und dann ist natürlich die Freude bei den Schülern groß. Man hört es im Hintergrund. Ich wusste gar nicht, dass unsere Klasse so gut zusammenarbeiten kann, weil es immer wieder kleine Streitereien gibt. Beim Fröbelkran haben wir alle zusammengearbeitet und da diesen Turm geschafft. Und das hat mich irgendwie gefreut, weil jetzt weiß ich auch, dass wir alle zusammen etwas erreichen können. Also als wir in die Klasse kamen, haben wir uns eigentlich noch kaum gekannt. Da haben sie uns dieses Spiel gezeigt. Das hat sehr viel mit Teamarbeit zu tun. Und danach haben wir uns halt besser kennengelernt und haben auch viele neue Freundschaften geschlossen. Wir kennen uns eigentlich schon seit der Grundschule, aber gemocht haben wir uns nicht sehr. Doch als wir dann auf diese Schule kamen und das Spiel mit dem Fröbelkran gespielt haben, haben wir bemerkt, dass wir doch ganz gut miteinander klarkommen. Also am Anfang war die Klassengemeinschaft sehr, sehr schlecht. Aber durch den Fröbelkran sind wir alle richtig Freunde geworden und jeder ist für jeden da und das ist echt klasse. Begleiten Sie uns jetzt in die Werkstatt der Lindendrechsler, die den Fröbelkran heute noch in Handarbeit herstellen. Die Materialien des Fröbelkrans sind Polyethylenseile, Rundstahl und natürlich Holz. Zunächst werden die rohen Kanthölzer mit der Kreissäge abgelenkt. Die Schlitze, in die die Angel später greifen soll, werden mit der Kreissäge eingefräst. Thank you.
für eine glatte, griffige Oberfläche werden die Rohlinge gehobelt. Das Schleifen bis auf 240er Korn, anschließendes Wachsen und schließlich das Polieren erzeugt eine schöne, offenporige Oberfläche. Für die Griffe wird das Kantholz zunächst der Länge nach zu Kanteln aufgetrennt. Dann werden die Kanteln angerissen und die Löcher für die Seile gebohrt. Um die Kanteln auf die Drechselbank spannen zu können, werden die Stirnholzseiten ebenfalls angerissen und mit der Ahle eingestochen, um einen guten Griffpunkt für Mitnehmer und Körnerspitze zu bekommen. Aus jeder Kantel entstehen zwei Griffe. Nachdem ein Doppelrohling in die Drechselbank eingespannt wurde,
wird die Kantel zunächst mit der Schrubröhre rundiert. Nach dem Schrubben wird das Holz mit dem Meißel geschlichtet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Die Mitte des Rohlings wird angerissen und Überstände am Griffrohling angedreht, um die Einstichstellen von Körnerspitze und Mitnehmer später versäubern zu können. Mit der Formröhre werden die Kanteln der Griffe abgerundet. Das Schleifen der Griffrohlinge erfolgt direkt auf der Drehbank bis 600er Körnung. Auch das Wachsen geschieht bei laufender Drehbank. Dadurch werden die Griffe später schön gleichmäßig. Ist das Öl gut durchgehärtet, wird mit der Endbearbeitung der Griffe begonnen. Hierzu werden zunächst die Grate mit der Bandsäge entfernt und die Griffenden geschliffen. Vor dem Auftragen der zweiten Wachsschicht werden die Löcher zur Aufnahme der Seile ausgekegelt.
Auch die Griffe werden nach Durchhärtung des Öls an der Drehbank poliert. Die Mittelplatte wird aus einem Stück Multiplexplatte gefertigt, die zunächst in eine achteckige Form gebracht wird. Die Löcher für die Seile werden angerissen, gebohrt und ausgekegelt. Danach wird die Platte mit der Hand geschliffen, gewachst und zum Trocknen aufgehängt. Vor der Endmontage wird die Trägerplatte poliert, die Haltekette angebracht und die Angel montiert. Der Rundstahl für die Angel wird zugeschnitten, die Grate am Schleifbock entfernt und dann die Angel am Schraubstock gebogen.
Damit die Angel später nicht aus der Haltekette rutschen kann, werden die Enden des Rundstahls mit einem Stück Schrumpfschlauch verbunden. Hier werden die Seile zugeschnitten, über einer Kerzenflamme thermisch versäubert und montiert. Der Fröbelkran ist jetzt einsatzbereit. Standardmäßig stellen wir eine Box mit Schiebedeckel her, in der der Fröbelkran gelagert und bequem transportiert werden kann. Die Lindendrechsler fertigen dieses Geschicklichkeitsspiel in Handarbeit. Ob für den Einsatz im Bereich Schule, Verein oder Fortbildung, als auch als Tischversion für Alten- und Pflegeheime oder den privaten Rahmen. Der Fröbelkran bietet jeder Altersgruppe die Möglichkeit, gruppendynamisches Verhalten spielerisch zu trainieren.